Hey, yo Leute, was geht? Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Space Engineers. Naja. Ja, ich hab ja euch schon mehr oder weniger alles im letzten Part so ein bisschen erzählt, was Sache ist, was ich jetzt halt in der ganzen Zeit gemacht habe. Ne? Ja. Jetzt habe ich aber wirklich die Cubes und nicht die Dreiecke. Ja, keine Ahnung, dass ich so abgelenkt war, dass ich nicht gleich erkannt habe, dass das die Dreiecke waren. Naja. Jedenfalls, der Plan steht. Also, wenn wir das Bohrmodul komplett fertig haben, werden wir diese Staffel beenden und eine neue anfangen. Und das wird dann auf den Alien-Planeten sein. Ja, aber das Bohrmodul würde ich natürlich mitnehmen auf den Alien-Planeten. Das wird mitunter das erste Teil sein, was wir bauen. Oder besser gesagt, das lasse ich dann bauen von den Naniten. Ne? Naja. So, nein, da nicht. Ja. Jedenfalls, auf dem Alien-Planeten, wie ich das auch schon mal angesprochen hatte, wird denn halt alles angeschaltet sein. Die Spiders, die Drohnen und so weiter. Ne? Also das wird so ein bisschen, ja, also das wird dann schon so ein bisschen härter werden. Ne? Da bin ich denn nachher wirklich mal gespannt drauf, ja. Wie nachher denn das reinfliegen wird. Naja. Naja, ich habe es ja auch schon angesprochen, ne? Auch bis jetzt noch keinen Absturz gehabt, auch in der letzten Folge haben wir ja fast 24 Minuten aufgenommen, ne? Und ja, da gab es auch keinen Absturz. Naja. Naja, jedenfalls das Problem scheint jetzt behoben zu sein, komischerweise. Ich habe jetzt genau denselben RAM drinne. Wie in den Folgen, die andauernd abgestürzt sind. Ne, was ich halt noch gemacht, noch anders gemacht habe. Ich habe mal Steam mal komplett neu installiert. Das könnte natürlich auch mitunter ein Fehler gewesen sein. Fehlerverursacher mitunter gewesen sein. Ne? So, jetzt muss ich halt mal gucken, wie ich das jetzt am besten mache. Aber ich denke mal, ich werde das wohl so machen. So. Ja. Jedenfalls, seit ich Steam denn halt neu installiert habe, scheint jedenfalls alles vernünftig zu funktionieren. Ich bin ja kurze Zeit auch davon, hatte kurze Zeit halt auch die Bedenken, dass meine neu gekaufte Festplatte, doch schon so ein, doch einen kleinen Knackwerk hat. Ne? Naja. Aber ist auch nicht der Fall. Mit verschiedensten Programmen, die diese Festplatte, ja, geprüft, ne? Also daran liegt es nicht. Zum Glück, ne? Immerhin, das ist eine 2 TB Festplatte. Die war auch nicht gerade sehr billig. Naja. Ja.
Ich hoffe jedenfalls, dass das jetzt so alles hinhaut, wie ich mir das gedacht habe. Dass es jetzt nicht zu eng wird. Also viel Platz zu manövrieren ist auf keinen Fall. Ein kleines bisschen nach unten ist noch Platz, ja, aber es ist auch nicht sehr viel. Achso, habe ich den letzten Part ja vergessen, euch zu zeigen. Also da sind auf jeden Fall einige Container hinzugekommen. Ne? Weil ich hatte ja jetzt Platz überall da, wo die Sorter drin gesessen haben und das komplizierte System, was ich da reingebaut habe. Ne? Da sollten ja, oder habe ich denn überall... Ach ja, die Kamera, die habe ich auch neu gesetzt. Eine Kamera eingesetzt. So. Hiermit scheint jetzt auch irgendwie ein Problem zu sein. Na, diesmal. Na, diesmal klappt's. Weil ich bin jetzt schon öfters hier durchgefallen. Ja. Ja. Das kann ich euch nochmal zeigen hier. Na, also ich habe jetzt einiges an Inventar. Also Container. Ne. Hier mittlerer Container. Also ich habe jetzt insgesamt, mal gucken, einen großen. Zwei große hatte ich. Also, ich zähle jetzt mal insgesamt die Container. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Joa. Acht. Neun. Zehn. Elf. Eieiei. Ja doch, 11 bis 12 Container habe ich jetzt drin. Also, da sollte ja wohl einiges an Erz reinpassen. Naja, gut, es sind ein paar weniger Drills jetzt dadurch geworden, dass ich so schräg gegangen bin, ne? Jetzt sind es nur noch 811 insgesamt. Aber, naja, das sollte ja wohl auch ausreichen. Jo. Oh, ein Deconstruct Beacon, ne? Irgendwie? Das war ein Repair. Ich hab da keinen Repair Beacon rein. Oh. Ich hab da keinen Repair Beacon reingebaut. Ich wundere mich, wieso wird das Ding hier nicht abgebaut, Mann? Deconstruct. Ich weiß nicht, wieso ich das jetzt gerade nicht auswählen konnte. Aber naja. Ja. Jetzt aber. Jetzt wird das Teil abgebaut. Nee. Ja. Ja, wollen wir mal weitermachen, ne? Ja, jedenfalls, wie gesagt, keine Ahnung, wie weit war diese Aufnahmeseason kommen. Ne? Nee, müssen wir erstmal schauen. Stimmt, ich muss ja denn so nach und nach dann auch reingehen. Fällt mir mal gerade so ein. Gut, denke ich mal, würde ich das ab der nächsten dann machen. Mehr oder weniger hier, die lasse ich noch. Aber ab der nächsten dann so nach und nach reingehen. So, naja.
Jetzt hoffe ich aber, dass ich mal so ein bisschen schneller vorankomme. Und kein Block übersehe. Nee. Weil ich hab's ja schon bis jetzt des Öfteren gesagt. So ein bisschen durch die Stotterei, ne? Kann das dann halt schon mal passieren, dass ich halt einen Block übersehe. Nee. Nee. Ja, trotzdem, allzu lange dauert das nicht mehr. Ja. Ich glaube nicht, dass wir dieser Aufnahmeseason hier schon fertig wären, aber... Naja. Ne, wie einfach das ist im Kreativ hier das zu bauen, ne? Also dieser ganze Kopf, der, wie lange hat der gebraucht? Eine halbe Stunde oder so? Den ganzen Kopf neu bauen. Na komm. Okay. Hä? Was ist das denn jetzt? Ja, nee, keine Ahnung, was das jetzt gerade war. Ach komm! Lande da oben, Mann! Ja. Ja, und jetzt heißt es so langsam, denn Stück für Stück dann reingehen, ne? Mehr oder weniger so einen ganzen Block wieder hinsetzen. Jedenfalls, ich habe dann halt auch versucht, dass, naja, war so ein bisschen kompliziert, aber ich musste gucken, dass auch wirklich alle verbunden sind, auch wenn mal ein Bohrer oder zwei Bohrer fehlen, dass ich dann nicht der, ja, das ganze Teil dann sozusagen in Gefälligkeit auflöst, die ganzen oberen Etagen, wenn die unteren irgendwo da einer fehlt, ne? Dass sie auch gut miteinander verbunden sind. Nee. Ja. Na, dadurch, ich weiß auch nicht, was das jetzt... Na, ich hoffe bloß, dass jetzt wieder keine Freezes drinne sind.
Aber trotzdem, ich habe immer noch 16 GB. Na, wie gesagt. Dieselben RAM-Blöcke wie bei den ganzen Absturzfolgen. Na. Obwohl sie jetzt. Ja, komischerweise jetzt funktionieren sie. Naja. Keine Ahnung. Ich habe auch nichts großartig im BIOS umgestellt oder sonst was. Na. Dass es deswegen jetzt funktioniert. Ja, ich denke mal, diese eine Reihe machen wir jetzt noch. Und dann soll auch schon wieder Feierabend sein für heute. So. Scheiß Gestotterer. Das ist ja diese Scheiße, so eine Ecke gibt's ja wieder nicht. So eine Ecke, wie ich mir eigentlich. So eine Ecke, wie ich jetzt eigentlich brauchen könnte, gibt es ja leider nicht. Jedenfalls, es sollen ja so einige neu modulierte Blöcke reinkommen jetzt. Gab ja mit dem Patch-Video so eine kleine Vorschau, ne? Naja. Na, bin ich schon gespannt. Also sie sehen ja so von den Bildern her, von den 3D-Models her, sehen sie ja nicht schlecht aus. Na, muss man schon wirklich sagen. So. Okay. Ja, wie gesagt, also ich denke mal, das wird es dann aber auch schon wieder gewesen sein für heute. Ja, ihr seht es ja, so langsam kommen wir nach oben. Ja, es sind zwar noch ein paar Reihen, aber. Nee. No. Wie sind es noch? 1, 2. Ja. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14. 16 Reihen sind es noch. Dann haben wir die eine Seite, ja, mehr oder weniger dicht, ne? Naja. Jo. Ja, Leute. Wie gesagt, dann soll es das erstmal wieder gewesen sein für heute. Ja, ich bedanke mich auf jeden Fall vielmals fürs Zuschauen. Über Daumen, Kommentare. Würde ich mich natürlich sehr freuen. Würde mich auch freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Also Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao. Hallo Leute. Und willkommen auf meiner Endcard. Im oberen Bereich kommt ihr jeweils zum vorherigen Part, zu meiner Playlist und zum nächsten Part. In den unteren linken Bereich kommt ihr jeweils zu Twitter und Facebook. Falls ihr Lust habt, könnt ihr immer vorbeischauen. Des Weiteren ist da mein Sendeplan, obwohl der Uploadplan steht. Naja, da könnt ihr jeweils sehen, wann eure Lieblingsfolgen, zu welcher Uhrzeit und an welchen Tagen läuft in den zwei Wochen. Ganz unten rechts kommt ihr zu meiner Let's Play-Übersicht. Dort findet ihr alle Projekte, die ich momentan geplant habe und die definitiv irgendwann laufen werden. Ja, das soll es auch schon sein mit meinem Gequatsche. Freut mich, dass ihr dieses Video geschaut habt und hoffe, ihr habt weiterhin Lust an diesem Projekt. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.